Hallo, ich bin es wieder, euer Charlie. Natürlich wieder mit einem neuen Pilzefilm. Ja, so wie jeder Gag anders ist, ist auch jeder Ausflug in die Pilze anders. Immer findet man was Neues, ne? Lass uns mal überraschen, ne, was heute so los ist. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit diesem Film und verbleibe euer Charlie. Trüff, trüff! Was einem sofort auffällt, wenn man in den Wald kommt, das sind diese scharfen Milchlinge. Ja, die gibt es hier zuhauf. Und die haben so eine weiße Milch, die ist pfefferscharf. Und die sammle ich zum Beispiel nicht. Andere legen die ein, süß-sauer. Und hier eine Marone. Und hier ein Hexenring mit weißen Pilzen. Ich nehme an, es ist der weiße Rasling. Aber weiße Pilze sammle ich nicht und deshalb sind mir die nicht so geläufig. Dafür stehen hier neben einem Täubling zwei Fichtenblutreizker. Auch solche Becherlinge wachsen ja auch. Ja, das ist Trüffelhund. Und was haben wir gefunden? Komm hier hin, guck. Guck mal, was da wächst. Ja, was ist das? Ja, ein Steinpilz. Ja, hier stehen zwei Perlpilze. Muss man ein bisschen frei machen. Ja. Und keine Maden hat der Junge. So, dann wollen wir mal da reingehen, in dieses dichte Unterholz. Da vermute ich auf jeden Fall noch ein paar Pilze drin, wohl. Ja, das ist ganz schön dicht hier. Und durch solches Unterholz kraxeln. Aber vielleicht findet man da auch wenigstens mal was Anständiges, mal was anderes. Ja, und wieder einen ganzen Haufen Fichtenblutreiz, gell? Nehme ich mir welche von mit, ist klar. Aber erst nachher, wenn ich genügend von anderen Zeug habe. Oh, ein paar Pfifferlinge, schön. Nicht, daneben auch. Ja, und hier ist mal wieder so, wie ich das kenne, überall Placken von Pfifferlingen. Ja, das sind Gallertköpfchen. Die sind aber leider giftig, Flo. Ja, hier sind auch schöne Pfifferlinge. Aber sowas hier schneide ich für gewöhnlich nicht ab und das mache ich auch nicht. So sieht der Flo aus der Mausperspektive aus. Ja, es gibt nichts Schleimriges als sonst Kuhlmaul. Aber ist ein hervorragender Speisepilz. Ich werde gleich das Schleimige abmachen schon und dann in mein Körbchen tun. Ja, ich wollte mal eben zeigen, wie das geht mit dem Schleimigen abmachen. Also diese schleimige Schicht, die Huthaut, lässt sich so abziehen. Und so sieht dann das Kuhmaul aus, wenn es entschleimt ist und ins Körbchen kann. Also ohne Entschleimung sollte man es nicht in Körbchen legen, denn sonst hat man da die ganzen Tannennadeln dran kleben und dann ist er nicht mehr genießbar. Hier finde ich noch ein Kuhmaul. Ein etwas größeres und da kann man auch schön mal auf die Lamellen gucken. Ja, wie gesagt, das ist alles schleimig, aber die Huthaut, die lässt sich ohne weiteres abziehen, gehört zu einem wirklich guten Speisepilz. Noch ein Kuhmaul. Ich schneide ihn wieder ab. So, dann kann man hier die Kuhhaut, die kann man dann so runterziehen. Wieder mal hier so. Ja? Ja, noch ein Marönchen. Ein Pfifferling. Hier kommen überall kleine Steinpilzchen raus. Aber wirklich, daumennagelgroß.
den müssen wir alle noch ein bisschen Zeit geben. Ja, bis auf diesen hier, den nehme ich mit. Ja, hier finde ich nochmal ein paar Kraterellen. Ja, Kraterella tuberiformis, da weiß ich zufällig mal, wie der auf Ausländisch heißt. Passt du gut auf. Ja, Kraterellen gehören auch zu den Leistdingen und wenn die irgendwo sind, dann treten die auch mal in Massen auf, wie man sieht. Das ist auch ein schönes Bild mit den Hirschhörnchen vor den Kraterellen. Ja, dann komm mal her, Flo, komm. Ja, komm mal her. Schöne dicke Pfifferlinge. Das sind Täublinge. Und noch ein kleiner Scheidenstreifling. Ja, wenn man Scheidenstreiflinge nicht so genau kennen würde, würde man diese Schirmlinge glatt auch dafür halten können. Aber diese Sorte hier kenne ich nicht. Und was der Buhr nicht kennt, das sammelt er nicht. Und was der Charlie nicht kennt, sammelt er erst recht nicht. Und deshalb lasse ich die hier stehen. Ja, dann gucken wir mal eben ins Körbchen. Wir wollen die Sache dann beschließen für heute. Also, ich habe ein paar Steinpilze gefunden. Aber die Aufnahmen von der Ernte und von dem Fund hat die Kamera leider versagt. Wollte sie nicht. Pfifferlinge, Kraterellen, ja, dann haben wir da noch Fichtenblutreizger und einen Täubling und einen kleinen Scheidenstreifling. Gut, dann sage ich mal, triff, bis zum nächsten Mal und viel Spaß mit diesem Film.